Ohne uns läuft nichts. Vermutlich nicht. Auf die Frage habe ich gewartet. Ich bin Drager. Also ganz verdutzt, eine Frau? Die Frage ist geil. Man ist einfach der Störenfried auf der linken Spur. Und beim Vorbeifahren gibt es dann noch den schönen Mittelfinger. Ich habe auch diesen hier. Nee. Also Frage Nummer 1. Wann bringt ihr endlich neues Klopapier? Ja, das habe ich mich heute im Laden auch gefragt. Wir sind die ganze Zeit dabei. Ihr merkt es bloß nicht. Es kann nicht so schnell produziert werden, wie es verkauft wird momentan. Wenn die Leute so weitermachen, gibt es nichts mehr. Kauft nicht so viel, dann müsst ihr nicht warten. Fahrt ihr im Moment längere Schichten wegen Corona? Nein, wir nicht. Nein, unsere Schichtzeiten betragen 13 und 15 Stunden. Ja, die Gesetze sind dahingegen aufgeweicht worden. Wir dürfen länger unterwegs sein. Wir machen es nicht. Wir halten uns auch an den vorigen Ruhezeiten und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir werden jetzt dadurch noch mehr beschnitten, noch weniger Schlaf und im Endeffekt das Risiko, dass was passiert, ist größer. Für mich hat sich nichts geändert, weil was nützt dir das, wenn du mehr fährst und die Firmen trotzdem weniger arbeiten? Das ist das Problem. Ihr seid ständig unterwegs. Wie wäre häusliche Quarantäne für euch? Häusliche Quarantäne ist sehr schön. Ich hatte eine ähnliche Quarantäne. Ich war jetzt dummerweise 6 Wochen krank und zu Hause. Das war grenzwertig. Für mich wäre häusliche Quarantäne echt katastrophal, weil mir reicht es am Wochenende zu Hause. Ich möchte unter der Woche unterwegs sein. Man fährt ja nie umsonst LKW. Ich denke mal, es ist wie für jeden von euch, die viel und gerne unterwegs sind, zu Hause sitzen ist doof. Eigentlich sind wir wie in Quarantäne, weil wir eigentlich ja nur unsere 4 Wände im LKW haben und das ist wie zu Hause. Auch bei Kontaktverbot könntet ihr ja einen Beifahrer haben. Wen am liebsten? Ich würde einen Hund mitnehmen, denn Tiere sind mir wesentlich lieber als Menschen. Wenn ich natürlich einen Beifahrer mitnehmen würde, würde ich persönlich meine Frau mitnehmen. Wen am liebsten? Ganz ehrlich, niemanden. Also ich bin immer diejenige, wo gerne alleine ist, weil ich hasse es, wenn neben mir jemand sitzt und sagt, fahr nicht so weit auf oder fahr mal nicht so schnell, pass auf und hast ihn gesehen. Ich will meine Ruhe haben im LKW. Es ist ein harter Job. Also wir haben im Schnitt, wenn es lange dauert, 15 Stunden Arbeitszeit am Tag und die geht, also bei mir zum Beispiel ist es so, da geht es straff hintereinander weg. Also da ist nichts, dass ich irgendwo sagen kann, ich kann hier groß eine Bockwurst essen oder mal mich hinstellen und an der Bratwurst riechen. Das läuft nicht und da hast du für den Beifahrer keine Zeit. Abstand halten, daran müsst ihr ja vom Berufswegen schon geübt sein. Ja, also das sind wir auch. Müssten wir? Nicht unbedingt. Es gibt auch Kollegen, die halten keinen Abstand. Sicherheitsabstände von 5 bis 10 Meter sind ganz normal. Es gibt ja die Formel-1-Technik mit dem Unterdruck und Ansaugen lassen. Die wird in der Praxis gerne genutzt, habe ich das Gefühl. Ich habe noch keinen Unfall gehabt und ich halte auch immer Abstand ein. Es ist halt aber eben wirklich teilweise schwierig. Natürlich hat man Abstandstempomaten drin. Wenn man sich rein an die Technik hält, dürfte ja gar nichts passieren. Wo ich auch keinen Abstand einhalte, wenn ich überholen will. Weil ich mit meinem LKW noch 5 Stundenkilometer schneller bin als der Vordermann und das mich dann so nervt, dass ich so dicht ranfahre und letztendlich dann rausziehe, damit die PKW-Fahrer, die von hinten kommen, sich nicht aufregen, dass ich schon 10 Minuten vorher rausgezogen bin. Ja? Deshalb halte ich keinen Abstand. Was sind Standardreaktionen, wenn ihr einen LKW-Kollegen überholt? Alles Mögliche haben wir schon erlebt. Naja, wenn wir mit 1-2 km/h Unterschied überholen, dann wird von hinten dicht aufgefahren. Huben ganz laut, und dann hupe ich immer zurück, weil ich habe auch eine schöne Hube. Und beim Vorbeifahren gibt es dann noch den schönen Mittelfinger. Aber wir grüßen dann halt immer nett zurück. Es ist eine extreme Aggression, muss ich sagen, auf der Autobahn und unterwegs. Muss man echt leider so gestehen. Wie viel Dekoration gehört in die Fahrerkabine? Da scheiden sich definitiv die Geister. Ich selber habe sie nicht so voll. So viel wie nur möglich. Gardinen, Bordüre, Wimpel, Stofftiere. Also ich mag es eher dezent. Zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten noch habe ich mir ein kleines Bäumchen gegönnt mit Lichterchen, damit das alles schön leuchtet im Dunkeln. Also ich brauche immer ein bisschen pink und brauche meine Würfel. Scheißegal, Hauptsache die Scheibe ist so gut wie zu, man sieht nichts. Das macht schon ein bisschen wohnlicher und gemütlicher auch, ne? Letzte Frage schon. Bekommt ihr gerade mehr Lob für euren Job als sonst? Ja, es stehen mittlerweile mehr Leute wieder auf den Brücken, die sich bedanken und winken und grüßen. Ja, in den Medien. Sämtliche Social-Media-Plattformen sind auch voll mit Danksagungen. Die Leute sind jetzt natürlich etwas höflicher zu uns. Das ist typisch für solche Situationen, wenn irgendwelche Notsituationen auf der Welt ausbrechen. Ich meine, ich finde es echt toll, dass wir gerade dieses Lob kriegen und dass wir die Anerkennung kriegen, die wir eigentlich immer bräuchten. Aber es ist halt unser Job. Tag Leute, ich bin Fritz Schäfer, ich moderiere den Dummgefragt-Podcast und genau in diesem Podcast habe ich mich noch ein bisschen länger unterhalten mit LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrern. Wenn ihr das hören wollt, braucht ihr nur hier drauf zu klicken. Ist ein gutes Gespräch geworden, kann man sich gut die Quarantänezeit mit vertreiben. Viel Spaß!